Moin ihr Lieben, ja, wir fahren heute nach Gadebusch zum Simson-Treffen und vor uns, kannst du ja mal kurz filmen, ist der liebe Andreas von Simson 4.0, weil wir sind zusammen losgestartet, der hat mich heute Morgen besucht und ja, wir fahren jetzt zusammen zum Treffen und wollen mal schauen, was da so los ist, ne? Ja, wir sind jetzt hier angekommen auf dem Treffen in Gadebusch und hier ist auch gut was los. Auf jeden Fall. Ja, wir wollen uns erstmal stärken. Gibt erstmal eine schöne Bratwurst. Eine schöne Thüringer. Eine schöne Thüringer holen wir uns erstmal. Aber ist gut was los hier, ne? Auf jeden Fall. Nicht auf. Komm mal her hier. Ja, Andreas ist wieder hier. Hey Liebling. Kann man gelten lassen. Jetzt ist der Reifen geplatzt. Jetzt ist er. Ach nee. Oh, das hört sich nach dem Leistungsprüfstand an, da hinten. Wir können ja mal gucken gehen da. Jana, kommst du? Das hört sich aber gut an. Verdächtig nach dem 130er. Da ist ein bisschen mehr Kubik drinne. Ja, das sind schon nette Dinger bei hier, ne? Ja. Lassen alle schon warm laufen. Ne? Ja. Wir können ja mal da hingehen, um die Ecke mal rumfilmen da, oder? Vielleicht gehen wir da. Das ist der Hasch. Na, da kommt man nicht. Kommt man nicht hin. Achso. Jetzt gehen wir mal um die Ecke. Ja, jetzt kannst du da rüber. Schöne Mopeds dabei. Oh, hier auch. Zwischen Kaffee Racer und Baum. Das ist eine Optimierung, weißt du, ob das einer umsetzt. Ja, oh, schön Kaffee Racer ist auch schön gemacht. Du, der Frank Knochel. Ja. Hat einen richtig geilen Lack. Hast du das gesehen? Von seiner, die er umbaut jetzt? Ja, haben wir nicht. Ja. Bist du nicht so ein Typ-Person? Nee, ich sehe nur so aus. Ja, hier haben sie auch richtig schön einen lang gebrannt hier. Das riecht auch noch gut hier. Ob das alles TÜV-konform ist, so, ich weiß nicht. So. Geil, ne? We'll be right back.
25,6 PS. Und was hast du alles verbaut? Ja, eine 48er Welle, ja. Von RZD, 105er Pleuel, K-Zylinder. Nicht viel bearbeitet, eigentlich gar nichts. Membrankasten angeschweißt auf Arbeit. Ja. 38er KI. Ja, auf jeden Fall sehr schöne Leistung. Ja, schon nicht verkehrt. Ist nett, hast du gut gebaut. Ja, ich habe auch einen Prüfstand zu Hause. Da hast du selber einen. Ja, hat ja abgestimmt und sowas, bloß mit Temperaturen. Ja. Da weißt du ja immer nie, wie. Wenn jetzt. Passt auf jeden Fall. Ja. Dann aber euch noch viel Spaß hier beim Treffen. Gleichfalls. Mach's gut. Super schönes Moped. Erzähl doch mal, was du alles dran verändert hast. Ja, eigentlich so ziemlich alles. Original ist nur noch Sozius Streben, Oberrahmen, Hauptrahmen. Ja. Der Rest ist alles Anes. Was für ein Zylinder ist da verbauen? Das ist ein 100er von RZT, Membrane. Ja. Weißt du mal, ein 95er ja eigentlich mit langer Quelle. Ja. Getriebe ist ein Ronge 5-Gang verstärkt, ist eine RZT, nicht Ronge, ja. Entschuldigung. Kupplung ist Ronge, also Primärtrieb, Kupplung direkt ist von RZT. Ja. Jo, Kurbelwelle auch RZT. Leistungsprüfstand, hast du schon drauf? Ja, 20,2 PS am Motor. Das ist noch eine schöne Leistung. Ja. Prost, Prost, Alex. Ja. Ja, auf jeden Fall hast du sehr schön gebaut, muss ich sagen. Ja, danke, echt danke. Gut ab. Danke, danke. Echt Hammer. Okay. Oh, ist echt mit Liebe gebaut, sieht man auch. Die Stunden kannst du nicht mehr sehen, glaube ich. Ne? Er sieht nur so aus. Null, ne? Ja. Wenn das okay ist. Ja, klar. Das ist ja schön, dass du einen eigenen Kamera hast. Was? Das ist schön, dass du einen eigenen Kamera hast. Das ist noch toller umgebaut. Ja. Hier hast du den Rahmen ja komplett auch alles verändert. Ne? Ja, Rahmen ist alles umgebaut, Schwinge ist Eigenbau, Oberrahmen ist teilweise Eigenbau. Ich sag lieber umgebaut, ist ja kein Eigenbau. Ne? Ja. Ja, Motor 130 Kubik, MTX. Das Moped an sich gibt es schon, sag ich mal, um die 10 Jahre. Ja. Habe ich bloß vorletzten Winter einmal nochmal frisch gemacht, motortechnisch ein bisschen. Dann bist du ja ganz schön flott. Ja. Ja, und hinten hast du ja auch mit Stoßdämpfer alles umgebaut. Genau, ja. Dann halt auch, ich versuche mal ein bisschen mit Carbon auch noch zu spielen, ist auch echt Carbon alles. Ach so, sogar. Alles echt Carbon, ist nirgendwo irgendwas mit. Ja, weil ich sehe schon gleich die nächste, da gehen wir gleich mal hin. Ja. Da sind wir auch richtig geile Trittbretter. Ja. Die schauen wir uns gleich mal an. Wir gehen jetzt mal rüber zur Schwalbe. Die sind mir auch sehr, sehr hübsch geworden. Ja, das ist auch noch eine Schwalbe von dir. Ja, das ist Strich 2. Ne? Sitzbank hatte ich schon gesagt, ein bisschen GDI-Muster. Genau. Und eigene Idee, ein bisschen tiefer gelegt. Auch die Trittbretter hast du auch selber gemacht? Genau. Ist eigentlich selber gemacht. Nee. Ist eigentlich auch eine MDF-Platte, habe ich mit Carbon laminieren lassen, echt Carbon. So. Ja. Ja, Lenker ist echt Carbon mit Fahrradvorbau, Fahrradreifen. Ja. Ja. Mehr Show in Schein als fahren, aber es fährt noch alles. Ja, Felgen, was hast du da hinten verbaut? Da vorne sind 2,15er und hinten ist eine 2,5er. Auf 16 Zoll halt. Nett gemacht. Danke, danke. Wir haben ja deinen Insta-Kanal vom Tank. Da könnt ihr ja vielleicht mal raufgehen. Wie ist dein Name? Flori Grandelbau. Flori Grandelbau. Da geht ihr mal rauf. Er macht echt super schöne Umbauten. Danke, echt danke. Klasse. Daumen hoch. Danke, danke. Viel Spaß dann noch hier. Gleichfalls, ne? Aber geh mal beiseite, dann will das nochmal abfilmen. Ja, das ist das Moped, was hier verlost wird. Und die Leute sind fleißig am Lose kaufen, weil das gute Stück gibt es hier zu gewinnen. So, mein Kollege hat hier schön Lose gekauft. Und mal sehen, ob er das Moped gewinnt, oder? Meinst du das Glück? Auch hier mit als Sponsor aufgetreten ist. Ich habe es schon. Ich weiß nicht wie lange, 20 Jahre. Und jetzt bist du ja, du bist ja Mikro-Fan, jetzt kannst du mal was sagen. Ja, genau das wollte ich nämlich nicht, aber er hat mich überredet, ja. Ich grüße euch alle. Ich bin vorhin mal so ein bisschen durchgegangen und ihr habt mega Mopeds und hat mich richtig geflasht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja.
schönen Abend noch. Tschüss. Alex ist heute übrigens nicht da. Alex ist immer sein Kameramann, mit dem er seine Videos dreht. So, gut. Fangen wir an. Ja, hier auch sehr schönes Gespann. Geil gemacht. Leute, wie gesagt, jetzt wird's ernst. Jetzt geht's um Hauptpreis. Einmal schnell nochmal die Hände waschen. Meine kleben schon. So, wie gesagt, es geht um den S51 da oben. Jetzt sofort, danach? Jetzt, ja, ja. Hier ist Hände waschen gegangen. Ja, bleibt mal ganz ruhig jetzt hier. Wir haben Zeit jetzt hier. Sowas schiebt man nicht einfach so zwischendurch. Ne? Das ist, ja, wie soll ich sagen? Ich werde dazu mal kurz was sagen. Also normalerweise haben wir jedes Jahr so ein bisschen was Gebrauchtes und wir hatten ja schon mal vor, ich will nicht viel sagen, kommt das hin, 10 Jahre am Wasserwerk, den Grünen, einen Grünen, auch schon mal einen Nagelneuen. So, jetzt haben wir gesagt, die Zeit ist reif. Ich hatte die Zusage für zwei gebrauchte Modelle. So, die haben mich beide im Regen stehen lassen und da ich sowas nicht ab kann, habe ich gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt holst du aus deinem Lagerbestand einen Rahmen raus. Und dann geht das los und dann wird so ein Ding zusammengeballert und es soll dann auch sein wie neu und ich denke mal, das haben wir getroffen. Wir haben, wie gesagt, hier normal 50 Kubik, S51. 4, 3, 2, 1, stopp! Stopp! Groß neues Jahr! Auch das, so, jetzt, sag ich dir. Noch nichts. Ich sag lieber nichts. Ah ne, ich zieh zurück, ich will nicht mehr. Ich behalte ihn. Ich behalte ihn jetzt. Mach Deckel wieder zu. Nein, scheiße, geht nicht mehr. So, Alter. So, Farbe ist orange. Also alles, was ihr habt, könnt ihr wegschmeißen. Farbe ist orange. So, ich fange jetzt mal von hinten an. Wir haben eine dreistellige Zahl. Und ich fange in der Mitte an. Ich fange in der Mitte an. In der Mitte haben wir eine Null. Hinten haben wir eine 5. Na, wer ist da noch mit bei? Wir sind noch mit bei. Oh, sieht gut aus. So, und vorne haben wir eine 6. 605, orange. Papiere, Schlüssel, Alter, ich glaub da nicht. Super. Gut, ihr Lieben, ja, wir wollen jetzt wieder nach Hause. Schön, dass ihr mir zugeschaut habt. Und ja, herzlichen Glückwunsch an den Gewinner von dem Moped. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, tschüss.